So, hallo, wir machen weiter bei VLDC 11 und wir sind bei den Top 10 angekommen. Insofern gehen wir direkt rein. Harmonious Heaven von 7up. 10. geworden. Let's go. Ja, brauche ich nicht mehr extra dazu sagen, wer es gewonnen ist, weil wir gehen ja vom 10. bis zum 9. rückwärts. Bis. Ja, genau. So, das ist wieder sowas hier, okay. Oh, ach so, ja, gut. Und draufspringen, aber der explodiert ja von selbst. Sterne wie Pokies, ja, ja, ja. So. Versteht den Sinn von dem Konstrukt da oben noch nicht, aber es macht nichts. Vielleicht wäre da was, wenn man den roten Block nicht ausgelöst hätte oder so. Wenn du den nicht hast, dann verschwindet der Pilz. Ah, in diesem Loch. Okay. Oh, ich muss hier fressen. Nom 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 nom. So. Ah. Sehr gut. Ja. Mach Boom. Okay. Sehr schön. So viel Zeit muss sein. Okay, den brauche ich. Mach Boom. Alles reset hier. Aua. Ach so, falls man den Pilz nicht mehr hat. Logisch, weil sonst kommt man da nicht mehr raus. Okay, das ist... Mhm. Naja, ich brauche ihn ja nicht. Oh, das war blöd. So rum. So. Mach Boom. Boom. Hä? Dort kommst du überall hin, wenn du die Reset-Tür benutzt. Ah, okay. Oh, das war jetzt nicht so gut. Ja. Ach, man, so kann ich mir den zweiten... Scheiße. Ich bin so... dumm! Ich bin so schlecht. Das ist voll am Schielen. So, jetzt. Nein, hoch mit dir. Boom. Muss ich wieder fressen, und zwar die Line. Aua. Jetzt ist die Säge damit runter, aber das ist klar. So. Okay. 2 Yoshi-Coins fehlen noch und ein Mond. Don't press A. Okay, dann bin ich tot, oder wie? Alles klar. Ach, ich habe einen Yoshi auf. Ja, ich habe einen Yoshi aufsitzen. Das hat ja Sarin genau auch schon so gemacht. Genau, wollte ich auch sagen. Er hat das in VLDC 12 benutzt. Richtig. Ah, und da hat er doch noch sogar erzählt, dass das schon jemand in VLDC 11 gemacht hat oder irgendwie so. Das ist dann hier der Kollege. Hm. Jetzt wird eine Geschichte draus. Full Circle. Ja. Und ich habe schon damals lange versucht, den Trick zu umgehen. Insofern probiere ich es jetzt nicht nochmal. Der Yoshi killt mich und damit ist gut. Ich darf nicht A drücken, hab's verstanden. Aber ich habe auch bisher keinen Grund, A zu drücken. Hier kannst du dich allerdings softlocken. Oh, okay. Mit dem Springboard. Oh. Oh, mir fehlt. Oh, ja, okay. Machen wir's so. Hä? Aber das kannst du. Eigentlich kannst du das auch ohne die Shell holen. Einfach Spinjumpen. Naja. Ja, oder man lässt sie einfach runterfallen. Naja. Oh, den Mond brauche ich allerdings noch. Aua. Ja, wie kriegst du wohl den, ne?
Das musst du jetzt noch herausfinden. Ja. Also da unten muss was auslösen. Ja. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, fällt da die Shell durch? Aber die fällt da nicht durch. Ja, oder man kann irgendwie die Shell hier so... Nee. So einen anderen Weg, dachte ich, soll vielleicht schicken, aber nee, die... schwierige Momente. Hier kann ich aber auch nichts anderes machen, nee. Aber ich brauche bestimmt die Shell dafür. Nee, tust du nicht. Brauchst du nicht. Dann habe ich irgendwas schon kaputt gemacht, was ich brauche. Nee, nee. Nee, nee, okay. Aber ich kann nicht runter, also. Das ist da, in dem Block ist doch eine Ranke. Und die Ranke frisst doch das Ding hier. Ja. Also muss doch irgendwas da unten diesen Block auslösen. Was außer einer Shell kann das denn sein? Ich muss einfach nur scrollen und da kommt er. Ja, da hast du was gefunden. Super. Oh man. Okay. Congratulations. Meine Lieblingsrätsel, die man mit Scrollen löst. Gut, das war der 10. Platz. 9. Platz. Magician Max. Technical Loopholes. Nix zum Sammeln. Let's go. Let's go. It is recommended that you stop and observe each obstacle before rushing straight into danger. Okay, alles klar. Oh. Ah, das tut nicht. Ja, die Gegner können durch, ich nicht. Alles klar. Halt, Kollege! Okay. Ja. Observe before you're rushing straight into danger. Ich mach das schon sehr gut, finde ich. Okay. Da kommt die Säge runter. Da kann ich rüberlaufen. Da kann ich durch. Da muss ich warten, bis der Kollege wieder hochfährt. Da kann ich durch. Da wird es jetzt unangenehm. So gut, was kommt hier runter im Felsen? Da kommt das Ding runter. Okay. Okay, ja. Ja, ja, alles klar. Da kommen ganz viele Sachen runter. Ja, hallo, Chuck. Tschüss, Chuck. Noch ein Chuck, hallo. Okay, tschüss. Hallo, tschüss. Hilfe. Okay, jetzt kann ich da hoch und noch nicht. Aber jetzt vielleicht... Oh, scheiße. Lief so gut bisher. Bis auf... Na, nicht ganz... Ach, Mist. So. Jetzt warten wir hier eine Runde. Und sterben nicht da drüben an dem Fisch. Kann ich an dem überhaupt sterben? Weiß Nein, kann ich gar nicht. Siehst du? Nee, so. Midway Point. Da. Better get used to thinking far. Okay, es wird schlimmer. Das heißt, bisher haben wir uns nur aufgewärmt. Aua. Hilde! Jetzt springt er hier hin, ne? Natürlich. Okay.
Muss doch jetzt safe einfach warten, bis die Plattform... Meine Güte. Ja, bis die Plattform da angetanzt kommt. Jetzt springt er nochmal zu mir. Nee, alles gut. Okay. Okay, kleine Survival Area. Da drüben fährt was rum, was ich gleich... Mist! Gleich brauche, nämlich eine schöne Plattform. Ja, da ist sie auch schon. Schade, ein Fehler gemacht. Hier hätte ich mir persönlich noch einen Checkpoint gewünscht. Hm. Das geht noch ein bisschen. Okay. Ja, wenn es hier keinen gibt, ja. Für jemanden, der Self-Setless spielt, wäre das ganz nett. Ja. Nein, was tue ich? Ich bin Dummkopf. Als wirft er auch nur noch mit Chucks um sich. Mhm. Na, Mist. Und schon dürfte ich alles wieder von vorne machen. Bis zum Midway Point wahrscheinlich. Ab dem Midway Point wollte ich sagen. Oh Gott. Ach du Grüne. Okay. Ah, noch einer! Und immer noch kein Midway... Also, es wäre, wenn ich jetzt sterbe, wäre ich am Midway Point, oder wie? In der Tat, ja. Puh, okay. Schwierig. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Er hätte einfach einen One-Up-Checkpoint hinsetzen können. Aber naja. Ja. Naja, wollte er wohl nicht. Und fanden die Judges scheinbar auch nicht so schlimm. Well. Immer noch nicht, ne? Also, ja, also, es gibt wahrscheinlich keine keinen weiteren Midway hier. Ja, moin! Ich das mal verstehen hier, aber, Alter. Hä? Das wird so eine Stelle, die würde ich jetzt als Safe State Loser ewig probieren und ständig scheitern. Was bin ich denn dumm? Die ist doch ganz einfach. Die ist ganz einfach? Ich komme nicht rüber. Was mache ich denn falsch? Ja, schwierige Momente. Jetzt? Ne, ich komm. Ach, warte, ich kann auf dem Ding drauf stehen, ne? Ja, kannst du. Oh. Das macht die Sache leichter. Okay. Da wäre ich jetzt. Warte mal ganz kurz, ich hab. Also ja? Du hast es geschafft. Also, Moment. Ich habe mich bei dem Level erinnert. Ich glaube, das hat so... Ja. Nee, hä? Ich dachte, das Level hätte gar kein Zeitlimit. Und dass das die Judges gar nicht aufgefallen ist. Doch, das wurde nur nicht aber eingeblendet. Es hat eins. Ich keine Ahnung, wer das gemeint hat, aber... Ja. Okay. Das war ein Level. Na, wahrscheinlich, weil es keine Zeit angegeben hat, aber sie ist ja da. Hm. Also man hat sie halt nicht gesehen, die Zeit. Aber gehört haben wir es jetzt gerade. Okay. Snowrun Pyro und Militarized Iceberg hätten wir als nächstes im Angebot. Das ist das Type-Screen-Level. Stimmt. Man weiß ja sogar schon, wie man das zu spielen hat. Perfekt.
Mehr habe ich noch nicht gesehen. Ab jetzt wird's blind. Oh shit. Ich hab's falsch interpretiert. Ah, scheiße, so rum, okay. Es spielt sich aber sehr schön bisher, muss ich. Okay, ein Pilz reicht. Jo! Nee? Nee! Nee, die nicht. Nein, ich brauche den Pilz bestimmt noch. Bisher brauchte ich immer den Pilz für die Yoshi-Coins. Gehe hier nicht aufs Risiko. Mach kaputt! Dankeschön. Okay, das ist nichts Spannendes. Nur Zeitvertreib, wenn man gerade vor der Wand steht. Scheiße. Schwierige Momente. Ah. Ja. Super. Rutschi. Wahrscheinlich brauche ich diesmal gar nicht mehr. Okay, ich brauche den Pilz nicht mehr. Na, ich habe ihn umsonst behalten. Nee, aber das ist tatsächlich ein Level, was sehr spaßig zum Spielen ist. Aua. Jawohl. Schade. Ich bekomme bestimmt wieder den Pilz. Diesmal spule ich nicht zurück. Diesmal sage ich, wird schon passen. Ich glaube nicht, dass du dann bekommst. Und ich brauche den nicht nochmal. Ha! Aber schon, okay. Snow und Pyro ist nett. So. Das war nicht so. Aber jetzt sollte ich, glaube ich, dann doch ihn versuchen zu behalten. Sicher. Oh, hä? Ich glaube, das was die spawnt. Ja. Die Plattform hat sich verabschiedet. Wieder. Ja. So, Nummer 4. Okay. Wir trauen uns mal wieder ohne. Ja, perfekt. Sehr schön. Da war auch wieder ein One-Up-Checkpoint. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt nicht so gut. Whee! Nee, das spielt sich wirklich sehr schön nach. Wenn ich nicht mich so anstellen würde, könnte ich es auch flawless spielen. Mann! Mach doch nicht so einen Quatsch hier, Kerl. Ice Level done right. Ja, richtig. Das ist fast. Wir haben mir dieses nötige Gimmick schon wieder. Oh. Okay. Hoppala. Hä? Bin ich zu unfähig, hier wieder einzuwenden? Kann sich ja ändern, bestimmt, oder? Ja, klar. Aber es ist zum Glück nur wahrscheinlich an der Stelle. Ich glaube, ich springe einfach rein. Das. Au! Was ist denn da passiert? Ich weiß es nicht. Die Mitte hat mich zerquetscht. Ich glaube, die Mitte ist. Ja, der Teil, der fest ist. Okay. Die Mitte ist das Feste. What the hell? Okay. Ah, interessant. Wenn man klein ist, passiert es nicht. Okay. Also wenn man sich duckt. Auch interessant. Okay. So, kommst du jetzt durch? Ja. Okay. Ah, warte, wir machen das so rum. Oh, shit. Okay. Ach, da kommt eben ein Pilz. Na toll. Umsonst behalten. Ja, okay. Alles cool. Das finde ich toll.
Machen wir es halt so. Rettung. Nein, oh Mann. Ich will es aber nochmal richtig wissen hier am Schluss. Nein! So. Bitte, was hast du gesagt? Er will es nochmal richtig wissen am Schluss. Sie. Ach. Ja. Hashtag Miss Gender Conan. Ich wusste nicht, dass noch ein Pyro weiblich ist. Vom Name her hätte es ja beides sein können. Ist ja okay. Ich weiß es nur bei Gamma V. Das ist die einzige, wo ich weiß. Ansonsten keine Ahnung. Okay. Schönes Level. Ja. Bouncy Ruins von Wait. Siebter geworden. Auch ein schönes Level. Davon gehe ich fast aus bei den ganzen Leveln, die hier jetzt sind. Aber ich meine, auch da kann natürlich ich wieder anderer Meinung mit den Judges sein. Ja. So. Warum weg noch? Aber ja, das ist bisher auch sehr schön. Wir hatten, glaube ich, nichts zum Einsammeln, ne? Einfach durch. Oh, das ist Mega Man-Musik. Nicht jetzt erst. Oh Gott, was tue ich? Was tue ich? Sorry, war kurz weg. Alles gut. Hab nur rausgefunden, dass das Mega Man-Musik ist. Yep, Snake Man. Okay, welcher genau hätte ich jetzt nicht gewusst, aber ja. Ah, was tue ich? Außer schlechtes Timing haben. So. Ist das echt Snake Man? Ja. Okay. Der hätte ja fast eigentlich, jetzt wollte ich einfach aus Standard sie sagen, weil vorhin wir von sie hatten. Wenn der Ersteller, was wollte ich sagen? Es gab doch so einen Charakter, der so Sägen geschossen hat. Wie hieß denn der? Das weiß ich nicht mehr. Weil dann hätte das Thema von ihm ja eigentlich am besten gepasst, aber das ist jetzt nur... Ich finde, am wichtigsten ist es, wenn die Musik selber passt und nicht der Name. Ja, nee, klar, also, klar. Aber weil... Das, wenn man jetzt weiß, was es für ein Lied... Dafür muss man dann das natürlich erkennen. Das ist wieder richtig. Und dann würde man es aber direkt mit dem Typen verbinden, der Sägen geschossen hat. Aber wie hieß denn der, verdammt? Hieß der nicht sogar... Nee, Sawman gibt's nicht. Gott, wie hieß denn der? Das ist einer der ersten Bosse in Mega Man 2 gewesen. Glaube ich. Mal sehen. Wie heißt denn der? Der hat nämlich auch eine echt gute Musik gehabt. Soweit, wenn ich das noch richtig interpretiere. Wie hieß denn? Das gibt's doch nicht. Mit dem habe ich immer angefangen, glaube ich. Das ist nämlich der einfachste. Metal Man? Ja, Metal Man, natürlich, genau. Ah. Richtig. Zudem hätte so eine Sägen-Stage komplett gepasst. Aber dafür muss man natürlich mit der Musik den auch verbinden, sonst funktioniert es natürlich nicht. Ja. Ich höre die Musik gar nicht, ich weiß nicht, wie die klingt. Aber die war, glaube ich, auch recht gut. Nicht sicher. Ich wüsste jetzt nicht mal, welche es ist. Das ist das nächste Problem. Ich hätte ja auch Snake Man nicht zuordnen können. Ja, doch, ich glaube, der hat auch schon gepasst. Ja, also ich meine, Mega Man passen fast alle immer. So, das ist ja... Das ist die Musik. Ah, ja, ja, okay. Ja, doch, 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 doch. So, ich sollte mich aber lieber darauf konzentrieren, hier vernünftig zu spielen, weil langsam wird es anspruchsvoll. So. Snake Man ist aus Mega Man 3. Richtig. Und das... Der Metal Man ist aus 2. Genau.
Aber auch schon ganz schön viel, was man am Stück schaffen muss ohne Save States. Ist immer machbar, sehr machbar. Da kommt mir jetzt wahrscheinlich auch nur viel vor, weil ich halt state und nicht so konzentriert spiele. Aber ich wäre wahrscheinlich wieder deutlich aufgeregter, wenn ich wüsste, jeder Fehler bringt mich um. Ja, okay. So. Ja. Das war Nummer 7. Nummer 6. Roaming Fiber, oder doch Fiber wahrscheinlich, von Rudguy. Rein da. Gib mir den. Nein! Achso. Kann ich da rüber? Oha, muss ich sogar. Okay. Ich wollte schon fast sagen, es kann doch eigentlich fast nicht sein, dass in einem Level, was an dem Platz ist, dass da sowas nicht bedacht wurde, aber ja, es war sogar gewollt. Oh weia, was ist das jetzt? Oh Gott. Okay. Aua. Merkst schon, alle Level haben eine Mechaniken. Ja, ja, haben ein Gimmick, ja. Ein Gimmick. Weiß nicht, ob ich so Fan von diesem Gimmick hier bin. So, das machen wir anders. Also sonst muss man wahrscheinlich scrollen. Ja, okay, er will, dass ich scrolle. Verdammt. Nein! Links, rechts, Schwäche. Okay, die wollen wir jetzt mal gut behalten. Oh je, ich hoffe, das wird... Wieso haut das jetzt denn ab? Bleib doch hier. What the hell? Eigenleben. Ach, das fährt automatisch rauf und runter. Oh, Himmel hilf. Okay, zweite Feder. Ich hoffe, ich muss in keine Röhre oder so rein. Die da oben ist allerdings jetzt schon sehr verdächtig. Komm mal her. Ja. Yep. Mond oder Yoshi Coin oder... Oh, gar nichts. Moment. Echt nichts? Nichts. Nur Bonus. Na gut. Schade. Oh, wir sind noch nicht raus. Oder ist hier... Ich weiß nicht, ob das noch zum Bonus geht, ob das normal auch gekommen wäre. Ja, du hast, glaube ich, eine Coin verpasst, aber... Ja, da müssen wir eigentlich zurückspulen. Ja, mit Waypoint, okay. Das ist ja blöd, wenn man durch den Bonusraum eine Yoshi-Coin nicht mitnehmen kann. Falls sie jetzt kommen sollte. Nee, da kommt nichts. Ach, wobei doch, da kommt... Theoretisch wäre was möglich. Nicht darüber? Nein. Jetzt für... Komm doch mal her. Hallo? Ja, so einfach geht es nicht. Frech. Nein, bleib doch da. Das denn hin, dass das da bleibt? Bisschen mehr nachdenken. Lass dich mal. Okay, ich dachte, ich kann da durchscrollen, dass der dann drüben bleibt. Das hat leider nicht hingehauen. So, zumindest nicht so ganz.
Hilfe? Okay. Achso, ich muss ja eh nach hinten. Ich dachte echt, es reicht dann hier rüber zu klettern. Ah! Scheiße. Hatte ich den? Du hattest es aber schon fast. Ich glaube, ich hatte ihn. Also nicht jetzt hier, aber. Also das meine ich jetzt nicht, aber. Ah, oh, yes. Ja, okay. Du hättest das mit dem anderen Netz gemacht müssen. Mit dem anderen Netz komme ich da durch, okay. Ja. Durchs andere Netz. Ach, weil und ich dann mich dann. Strong. Ja. Okay, ja, okay. Aber uff. Uff. So, sehr schön. Drei Flieg mal nach links, das ist was Lustiges. Okay, fliegen. Ganz nach links. Hä? Okay. Cool, ne? Okay. Oha. Oh Gott. Kombinieren wir das auch noch mit rein, ist in Ordnung. Nee, das ist nicht gut. Nee, das ist auch nicht gut. Nee, das jetzt wieder. Muss ich wahrscheinlich trotzdem den Trick anwenden, auf den ich vorher nicht gekommen bin. Ah, nee, diesmal ist es verbunden, okay. Okay. Leave me alone! Nein, ich will meine Feder gerne behalten. Ich will die wirklich behalten. Liebes Spiel. Die nimmst du mir nicht weg. Oh, Scheiße. Ja, okay, dann nimmst du mir weg. Dann krieg ich ja noch eine neue. Schade. Okay, wir machen wieder hier weiter. Oh, nee! Hier kann ich doch safe rein. Schade. Oh, da unten will ich rein. Oh, wait! Ich muss die ganze Zeit dahinter bleiben. Rüber, weiter rüber! Nein! Ja! Okay. Sehr schön. Sheesh. Okay, da ist meine letzte Yoshi-Coin. Wow, nicht mal das. Lass mich durch. Ich habe keine Zeit mehr. Ja, stimmt ja. Oh. Ich höre das ja gar nicht so gut. Der ist nicht gut. Das war der falsche. Nee, die gehen alle nicht so hoch. Wie soll ich da oben durchkommen? Dann versuche ich lieber das Rätsel mit der Yoshi-Coin zu lösen. Okay. Oh nee, das ist auch nicht. Das wird auch nicht schön. Geht doch so. Ja. Ja, nein! Jetzt brauche ich den nächsten. Oh mein Gott, ich krieg zu viel. Nee! Nicht dein Lieblingslevel, oder was? Nee, also so diese Scrolling-Sachen sind halt so gar nicht meins. Oh. Jetzt. Weiter. Cool. Schwitz. So, aber wie wird. Also,
Ich kann halt von einem zum nächsten, aber wie komme ich denn hoch? Keiner von denen geht nach oben. Muss ich da... Ah, warte doch, ich habe eine Idee. Ja, ich finde es auch ein bisschen fragwürdig. Lass dich mal rumrätseln. Nee, das funktioniert nicht. Nee, ich dachte erst, vielleicht kann ich... Aber ich kann ja hier nicht mal scrollen. Ja, ich kann hier nicht scrollen. Also ich könnte mich jetzt wieder durchtricksen, indem ich einfach den Pilz opfere. Nee, mach mal nicht. Versuch's mal. Aber... auf die legitime Art und Weise. Weil... das ist eigentlich voll einfach. Mich interessiert's nur, wird's, also es wird nicht mal verhindert, ne? Man kann es so machen. Ja. Es kommt jetzt nicht noch eine Abfrage so von wegen, hey, du brauchst noch einen Pilz. Okay, wow, krass. Hm. Was soll ich, also wie soll ich hier? Ich kann halt nicht... Oder kann ich da einfach mich irgendwie verknüpfen? So in irgendeinem ganz kurzen Moment. Wenn so die Ecken irgendwie passen oder sowas, dass man plötzlich da hochklettert. Das wirkt aber halt nicht so. What? Ja. Crazy. Okay, das wusste ich nicht. Also vielleicht wusste ich schon. Und wusste nicht, dass ich es ja, wusste. Das ist... naja. Huh. Okay. Dann gibt's beim nächsten Mal Tobi und Dark. Fünfter geworden sind sie. Da bin ich sehr gespannt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Tschüss. So, hoffentlich sieht man jetzt wieder was, weil gehört hat man die letzten 4-3 Minuten noch was, aber gesehen habt ihr nichts mehr. Das habe ich dann auch sicherlich in die Beschreibung geschrieben, also ihr habt sicherlich auch die Beschreibung lesen können. Trotzdem jetzt nochmal kurz Erklärung von meiner Seite aus hier gerade. Denn wir haben diesen Part hier ganz normal abgeschlossen, ihr habt es ja auch gehört. Ihr habt gerade praktisch das Ende des Parts eigentlich gehört, hattet aber die ganze Zeit Standbild. Ich glaube, es war ungefähr an dem Abschnitt, deswegen spielen wir ab da gleich nochmal los. Danach haben wir noch einen Part aufgenommen, nämlich die Top 5. Und als ich die Top 5 dann beenden wollte, also die Aufnahme von den Top 5, es hat alles wunderbar funktioniert, als ich die Top 5 dann beenden wollte, die Aufnahme, hat OBS die Aufnahme einfach nicht beendet. Und dann habe ich versucht rumzumachen bei OBS, bis es mir abgeschmiert ist. Und dann habe ich nämlich gesehen, dass hier schon scheinbar der Fehler begonnen hat, sich auszubreiten in dem Moment, wo es hier Standbild gab. Irgendein Fehler muss da passiert sein. Wir konnten noch ganz normal weiter aufnehmen, was ganz weird war, weil es ja bei euch nicht mehr angekommen ist, das Bild. So, also ganz merkwürdige Geschichte. Aber ja, es lässt sich leider nicht ändern. Und das ist auch was, wo ich jetzt auch nicht wüsste, wie ich das hätte verhindern können, weil in OBS hat man nicht gesehen, dass es nicht mehr funktioniert. So, das hat einfach ganz normal weiter aufgenommen und plötzlich dann halt doch nicht. Also richtig, richtig weird. Hatte ich noch nie sowas. Aber naja. Was natürlich bedeutet, wir kennen jetzt, also Stevie sowieso, aber ich kenne jetzt auch schon die Top 5. Und es ist sozusagen jetzt keine... Ja, es ist nicht mehr blind, was klar ist. Aber gut. Ja, trotzdem kriege ich hier das Rätsel wieder nicht hin. Rätsel. Bisschen nein! Schade, aber ja. Das war richtig. Über. Oh, das kann man machen. Aber ja, ich habe schon gesagt, ich bin kein Fan von dem Gimmick. So, jetzt rüber. Okay, sehr schön. So. Du hörst mich noch, oder? Ich höre dich, ja, ich höre dich. Gut. Ich versuche jetzt auch mal OBS. Ich meine, jetzt bin ich richtig paranoid. OBS so offen zu lassen, dass ich sogar die komplette Aufnahme sehe, was ja eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Dass ich jetzt sehe ich nämlich alles doppelt. Ich sehe jetzt mein Spiel und ich sehe die Aufnahme, die ja das gleiche zeigt. Aber es ist mir gerade lieber, als wenn da nochmal Standbild plötzlich entsteht. So, die Feder habe ich vorhin auch hierher gegeben, dann kann ich die auch wieder hierher geben. Hättest es ja so machen können. Du hast ja das Audio von diesem Part.
hättest einfach alles nochmal spielen können und mit dem Ton so tun, als wäre es echt. Das funktioniert nicht. Da ist die Variante dann doch angenehmer. So, hier rüber. Nein, jetzt haut es gerade ab. Ich krieg zu viel. Aber es war richtig. Aber ich hab mich beim... Ich finde, ich habe mich irgendwie auch voll blöd ausgedrückt im ganzen Part. Ich glaube, ich bin schon froh, mich jetzt besser ausdrücken zu können. Ach Quatsch. Wie kommst du jetzt darauf? Weiß ich nicht. Okay. Ist einfach... Deutsch ist eine sehr einfache Sprache. Nee, naja. So. Werden wir schon sehen. Ja, also ich meine, das ist jetzt ja wie gesagt sowieso nur das Ende von dem einen Part noch. Und dann nehmen wir nochmal den Top 5 nochmal komplett. Ja, das ist dann ja sowieso ein komplett neuer Part. Ah, das ist ja... Ja. Ach, dann darf ich ja auch... dann darf ich ja auch diese anderen Level nochmal spielen. Okay. Wobei, ich weiß gerade gar nicht, doch, das... Na, ich spoilere jetzt mal lieber nicht für die noch nicht kennen. Hm. Wir sehen ja gleich, welche Level Top 5 bis 4 bis... Oh mein Gott. Top 5 bis 1 waren. Ja, und hier, das ist das, was ihr am Ende jetzt wahrscheinlich gehört habt, wo ich gesagt habe, hey, ich wusste nicht, dass das geht. Man kann hier oben... Ja, super, kann man das. Man kann hier oben... Wenn man da am Rand ist, scheinbar einfach nach oben springen und bleibt hinter dem Ding. Das ist echt interessant. Ja. Okay, so, ja, jetzt habe ich es auch sofort geschafft. Hey. Als hätte ich gewusst, wie es geht. Ja, Wahnsinn. Okay, dann hoffe ich, dass das jetzt aufgenommen... Aber ich wüsste nicht, warum das nicht aufgenommen haben soll. Das ist sowas von... Ich hatte das noch nie... Ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich möchte es wissen. Ich möchte es verhindern für zukünftige Aufnahmen. Also das ist wieder ganz merkwürdig. Naja, egal. Der Part ist damit hier jedenfalls beendet und wird an den anderen rangehangen. Ich hoffe, das funktioniert. Sonst muss ich das anders machen. Und wir starten dann jetzt nachher nochmal den komplett neuen Part von 5 bis 1. Hier erstmal danke fürs Zuschauen nochmal und tschüss. Tschüss.